Nicht nur Menschen gehen irgendwann mal in Rente, auch Nutztiere wie Pferde, Kühe oder Schweine sollten in ihrem letzten Lebensabschnitt die Möglichkeit bekommen, nur noch Tier zu sein. Und genau das ist der Fall beim Reitverein Biegerhof in Duisburg. 14 Jahre lang hat Therapiepferd Franz vollen Einsatz gezeigt. Etwa dreimal die Woche war der Kaltblüter für Menschen mit Behinderung in Hockingen unterwegs. Mit seinen stolzen 22 Jahren darf der Hengst nun endlich in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. Eine Nachfolgerin für ihn wurde auch schon gefunden. Die 7-jährige Kaltruberstute Ellie. Ellie hat einen sehr feinen Charakter, denn sie ist ein sehr aufmerksames Pferd. Sie ist sehr freundlich im Umgang mit Menschen und Tieren. Und halt, sie ist sehr brav und halt vom Charakter sehr ausgeglichen. Die ruhige Stute ist also wie gemacht für die Therapie von Menschen mit Behinderung. Und was macht Franz jetzt eigentlich? Wir warten jetzt auf etwas besseres Wetter und warten praktisch auf die Erlaubnis vom Hof, dass er jetzt umziehen kann, eventuell noch diese Woche. Weil der Boden muss frostfrei sein, weil der Franz sich auch erstmal ein bisschen akklimatisieren sollte. Vor allen Dingen jetzt bei der kalten Witterung. Und darf dann 24 Stunden auf der Wiese dann noch sein restliches Leben genießen mit Artgenossen. Erst Franz, dann Ellie. Eine Therapie mit Pferden ist nicht unüblich. Und die funktioniert folgendermaßen. Es werden alle Kinder und Jugendlichen, Erwachsenen praktisch ab ein Jahr bis ohne Altersbeschränkung therapiert. Hauptsächlich mit körperlichen Behinderungen, aber auch geistigen Behinderungen. Da gibt es also so gesehen, außer wenn der Arzt sagt, er hält diese Form vom therapeutischen Reiten nicht für geeignet, eigentlich keine Einschränkungen. Das Einzige ist Epilepsie, die müssen halt anfallsfrei sein, weil sonst die Gefahr auf dem Pferd zu groß ist. Ne? Weil durch einen Anfall können die halt runterfallen. Der Ablauf ist wie folgt, gliedert sich von Kontaktaufnahme, also mit Putzen, mit Fühlen. Manche Pferde können auch gefüttert werden, halt nicht alle. Und dann halt mit Reiten auf dem Pferd, mit Übungen, mit gymnastischen Übungen oder einfach nur mit Sitzen und einer Gesprächstherapie mit begleitend. Na, oder halt für die, die auch ein bisschen mehr wollen, Reiten als Sport für Behinderte, dann auch wirklich in Richtung Reitsport. Ein geeignetes Therapiepferd zu finden, ist nicht einfach. Deshalb freut sich die ausgebildete Reittherapeutin Nicole Hocks, in Ellie genau das richtige Pferd entdeckt zu haben. Ja, Ellie war ein Glücksgriff gewesen. Das war durch Hörensagen. Unser Schmied hat gehört, dass wir ein neues Therapiepferd brauchen, weil unser altes halt nicht mehr kann. Und hat gehört, dass ein Hof aufgelöst worden wird, wo dann halt Pferde abgegeben werden, die eventuell geeignet waren. Und habe mich dann spontan entschlossen, mir Ellie anzugucken. In Zukunft wird Ellie bestimmt noch viele Menschen glücklich machen und ihnen dabei helfen, mit ihrer Behinderung umzugehen.